Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. So, bevor wir jetzt loslegen, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich habe mir ein bisschen was eingefangen, aber ich hoffe, ihr stört euch nicht allzu sehr dran. Hihi. Und wer gerade nebenbei meinen Metro Exodus Eclipse Play verfolgt, der wird merken, oh, da ist ja ein ganz schöner Abstand zu. Denn das war vor Wochen da wohl der Fall. Ja, ich habe einen gewissen Vorsprung, was Divinity angeht, an Aufnahmefolgen, das ist ganz cool. Abgesehen davon, fällt euch vielleicht noch gleich ein Bild auf. Ich habe jetzt tatsächlich mal einfach die Auflösung runtergeschraubt auf ganz normales Full HD. Weil ich echt nicht wusste, dass ich bisher immer in so einem Hohen aufgenommen habe. Ist ja echt abartig. Das, jetzt verstehe ich aber auch, warum zum einen mal das Storage-Problem da gewesen ist, weil meine Festplatte war inzwischen schon wieder alt und kaputt ist. Ich brauche mal eine neue dafür, um das hinzubekommen, weil mein Spiel läuft jetzt gerade zum Beispiel mit 60 FPS, aber Aufnahme ist bei 25 gerade. Nur 20 bis 25, das schwankt so ein bisschen. Aber ich habe jetzt einfach mal Full HD mit maximalen Settings drin. Spielt sich für mich flüssig. Ich hoffe, beim Zugucken stürzt nicht allzu sehr, dass es in die 20er FPS runterrutscht, aber ich denke, das sollte noch machbar sein. Zumal es bisher, glaube ich, eher schlimmer war, aufgrund des ganzen Gestock und keine Ahnung was. Es war ja auch wahrscheinlich fürs Zugucken nicht so geil. Wir spielen auf jeden Fall extrem eklig. Habe noch ein, zwei Dextery-Programmeinstellungen geändert, damit ich hier ein bisschen fließenderes Spielerlebnis für mich selbst habe. Ändert aber, glaube ich, an den Aufnahmesachen nicht viel. Und ja, also, ne, jedenfalls Full HD. Kann sein, dass das Bild ein bisschen kleiner wirkt als vorher. Mir war jedenfalls so, aber ist auch egal. Ist, wie es ist. Und das ist ja zu der technischen Seite für die heutige Folge oder Aufnahmesession, ja. Jetzt zur praktischen Seite. Ja, ich habe mich ja total gefreut auf diese Aufnahmesession mit dem Typi hier unten und sowieso und überhaupt. Hab mir aber inzwischen einige ganz geile Tipps geholt und gesucht, wie ich den Kampf wohl doch schaffen könnte, auch mit der aktuellen Komposition meiner Party und so weiter und so fort. Jedoch werde ich das noch nicht sofort machen. Ich will aber kurz mal erklären, was ich da vorhabe. Ich werde hier mit einem Typen hier einen anlocken und die kommt dann nach und nach hier oben rein, wenn hier der Rest meiner Truppe steht und die einen kaputt macht, in die Mangel nimmt quasi. Das soll wohl so ganz gut funktionieren. Das Phantom kommt wohl nicht hoch und der Wurm, der nachher auftaucht, der kommt auch nicht hoch. Alle unten gefangen, das passt und ich kann es alle einzeln besiegen. Das sollte relativ problemlos funktionieren. Oh. Das ist doch ein Shrieker? Das muss ein Bug sein, oder? Kurios. Aber bevor wir... Oh. Komm ich auch lang, sehe ich gerade. Bevor wir das aber in Angriff nehmen, mache ich noch was ganz anderes. Denn ich habe zum einen mich tatsächlich informiert, also relativ halbwegs, ja, intensiv, hallo, mit generellen Builds beschäftigt für dieses Spiel und habe jetzt auch ziemlich genau Vorstellung davon, wohin die Reise gehen soll mit meinen jeweils 4 Charakteren. Werd auch wahrscheinlich, wenn ich erstmal soweit bin, also aktiviert auf der Revenge of Vengeance, wie ist sie noch gleich? Lady Vengeance. Wenn ich da drauf bin, werde ich, glaube ich, den roten Prinz rausschmeißen, tatsächlich. Und mir stattdessen diesen Typ da holen, den Bogenschütz, der mit Tieren reden kann. Weil ich habe gemerkt, diese Spezials, die sie haben, sind ja vom Volk abhängig. Und er hat nun mal diesen Feuerbla. Das nutze ich ja nie. Ich mag Feuer gar nicht im Spiel, weil das eher auf mich selbst zurückfällt, weil ich das so unkontrolliert benutzen kann bloß. Und ich mache es da ja auch ganz selten bloß. Also es kann aber komplett raus, aus meiner Sicht. Das heißt, dieser Spezialskill fällt raus bei ihm, also kann er weg. Wenn ich jetzt den Typen noch nehme, der ein Mensch ist, habe ich einen zweiten hiervon, was eigentlich auch ziemlich geil ist. Dann kann ich das mich aufrechterhalten länger. Oder, glaube ich, generell, weil ich habe 6 Runden, wie ihr seht, Abklingzeit. Ich habe das hält 3 Runden. Mit 2 Menschen, also habe ich es im Prinzip theoretisch permanent da. Also plus 1 zu 1 Statuswert. Das ist einfach ziemlich gut. Plus, da ich sie jetzt zum Summoner machen will, der genaue Bildbezeichnungsname ist irgendwie Glacial Summoner, glaube ich. Also Wasser- und Summon-Magie, wie ich es auch vorhatte. Also das gibt es durchaus, diese Skillung. Und passt mir ganz gut. Ich werde Fane komplett umskillen. Der wird kein Fernschütze mehr werden. Das wird dann der Menschenheini werden. Ach, ich... Details. Werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, da habe ich schon einiges in Planung. Aber alles erst nach Alexander. Das heißt, ich muss vorher noch was erledigen. Und ich habe dafür auch nebenbei noch ein neues Spiel angefangen. Ich habe echt mal Zeit gehabt dafür. Habe mir die Builds schon ein bisschen mal angeguckt. Bis Level 4 oder 5, glaube ich, bin ich schon gekommen da an der Stelle.
um da ein bisschen zu testen, ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Und da habe ich gemerkt, dass hier oben ja was ist, was ganz Wichtiges. Hier oben ist was total krass Wichtiges. Hier sind Alligatoren. Die habe ich. Ich meine, ich war ja offenbar schon gewesen in dem Spiel, weil es ist ja alles freigedeckt, die Karte. Aber ich habe sie offenbar nie besiegt. Was anfangs relativ tricky gewesen sein könnte, ist jetzt natürlich total easy, weil ich schon einen hohen Level habe. Aber das Krasse und Tolle und Wichtige, was mir diese Alligatoren gleich geben werden, ja, das ist der Handschuh, die Handschuhe mit der Teleportationsfähigkeit, die ich auch unbedingt haben möchte. Weil das kann ja auch mal, wenn ich XP bekomme dafür. Das kann ja eigentlich nur ein Vorteil sein, ne? Zack. Aber Kisten habe ich hier. Truhe habe ich auch noch. Knochen. Also, da habe ich so einiges verpasst hier. Dreng genommen. Ah, sogar Regen. Yay, gut. Das brauche ich jetzt nicht wirklich. Kann man da verkaufen? Passt schon. So. Lieber Fane. Walter deines Amtes. Oh, zu spät. Egal. Level 3 ist ja nichts, ne? Das mache ich ja ruckzuck kaputt. In meinem neuen Spielstand, den ich angefangen habe, war es hier ein bisschen tricky gewesen am Anfang, weil ich ja mit einer ziemlich schwachen Anfangsparty unterwegs gewesen bin. Ist hier natürlich absolut kein Problem. Das mache ich ja im Alleingang hier ohne Probleme. Also, ne? Ich sehe gerade, es ist doch wieder hakt hier. Das gibt's doch gar nicht. Also ich habe natürlich gerade meine 60 FPS, aber Aufnahme-FPS sind jetzt gerade in diesem Moment, wo nichts passiert, 16 gewesen. Au, 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 au. Schildwurf war 2, ne, genau. Komm mal nach. Na, dort. Oh, verlangsamt. Ich hoffe, ich kann trotzdem noch. Jawohl. Und, ach, Mist, unterbrochen. Das krieg ich gelesen. Ja, voreilig hier. Schuppentransport. Gute Sache, mach das mal. Aber bald der Schuppen bei dir, bitte. Au. Naja, das heißt au. Tut mir nicht wirklich weh. So. Ja. Der hat natürlich ein bisschen gearscht, weil sie erst da oben stehen, aber was soll's. So, generell habe ich noch heute auch vor, diverse andere Dinge zu tun. Ich meine, ich habe noch 30.000 XP zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffen kann. Ich versuche es auf jeden Fall. Da brauchen natürlich was sonst. Ah, sehr schön. Ich versuche es definitiv erst noch zu schaffen, aber ich schaffe es halt absolut nicht zu sagen bisher. Bupp, stirb. Und der auch noch. Ich habe noch einiges zu tun. Ich weiß jetzt auch, wie ich weiterkomme. Ich weiß, wie ich diesen, Historiker da lösche. Auch ohne Blutregenfähigkeit. Bekomme ich jetzt alles hin. Habe ich auch schon mal getestet. Es geht wunderbar. Also, das heißt wunderbar. Es war ein bisschen tricky trotzdem, aber es geht. Werde ich alles zeigen, wenn es soweit ist. Ich will jetzt alles im Vorfeld schon sagen, was ich vorhabe. Da waren die Tanzschuhe gewesen dabei. Habt ihr gesehen? Aber nur, dass ihr halt wirklich merkt, dass ich einen Plan habe, ne? Ich habe echt einen Plan gerade. Mal hier, Teleportation. Hallo? So, was ist komisch heute hier? Ist natürlich schwächer, aber nicht viel erstaunlicherweise. Und dafür aber vor allem Teleportationsfähigkeit. Die mir abgesehen davon, dass sie in Kämpfen natürlich hilft, oder helfen kann, mir noch den Zugang zu diversen Orten verschafft, wo ich noch gar nicht gewesen bin bisher. Das ist mal ein Ding. Zack. Meins. Tagebuch. Nichts Wichtiges. Hier war noch was. Ich weiß zufälligerweise schon, was hier ist. Denn ich hier bin ich ja schon in meinem Solo-neuen Spiel angegangen. Tada! Bitteschön. Das Schaufel. Die Schaufel werde ich auch brauchen künftig, weil ich ihn zum Buddeln nicht mehr habe, die roten Prinz dann irgendwann. Tada! Aha. Aha. Was aber... Ruckzuck weg hier, das Zeug. Echt drauf klicke. Bisschen komisch. Bisschen verpackt heute. Mag aber einfach daran liegen, dass ich eine Einstellung habe. Wobei ich gerade sagen muss, ich habe, weil ich ja beim Spielen selbst für mich, ne, nebenbei da was machen wollte immer und keine Ahnung, was Serien laufen lasse, Filme laufen lasse, hat es mich genervt, dass, warum auch immer, wenn ich Divinity 2 anmache, der obere Bildschirm bei mir ausgeblendet wird. Der ist dann irgendwie einfach inaktiv. Deswegen habe ich versucht, den Fenstermodus zu etablieren, der aber nicht offiziell unterstützt wird, soweit ich weiß, vom Spiel.
Das habe ich dann, indem ich eine Datei umgeschrieben habe, ermöglicht, das Ganze. Und kann sein, dass dieses Aufploppen und Verschwinden irgendwie damit zu tun hat. Krass, Geld. Ach mal, lose Teilglücksbringer? Aha, das geht auch. Ich weiß, ich hatte schon mal öfter mal so ein Glücksbringer-Ding gehabt, irgendwie, obwohl ich gar nicht mit dem entsprechenden Typi aufgemacht habe, ne? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ist das eine Fähigkeit, die geteilt wird, tatsächlich? Das ist eigentlich eine nette Sache dann. Und für sich. Cool. So, wie auch immer. Ja, genau, noch einen ganz kleinen Trick, den ich rausgefunden habe. Wenn ich hier verschnellert meinen Schlafsack habe, der übrigens gestohlen ist immer noch. Ich brauche mal einen neuen. Ich habe so viele Schlafsäcke gefunden in meinem anderen Spiel. Das ist unglaublich. Und hier habe ich ewig gesucht. Alle gestohlen? Was? Egal. Es gab bereits auf dem allerersten Schiff einen Schlafsack. Im Tutorial quasi. Jedenfalls, wenn ich jetzt so mache, plopp, habe ich 3 Runden lang Stärke, Finesse und Intelligenz dazu. Plus, ich bin geschützt vor diversen Sachen. Das heißt, das soll ich eigentlich vor jedem schweren Kampf aktivieren, dass ich zumindest 1 oder 2 Runden davon noch habe. Das wäre ein kleiner Anfangsbuff quasi. Das ist doch eigentlich total geil. Wusste ich auch überhaupt nicht. Habe ich alles rausgekriegt, das neue Dings. Aber das ist tatsächlich zufällig gewesen. Ohne es nachzulesen. Aber tolle Sache. Super geil. Werde ich auf jeden Fall umsetzen dann demnächst. So. Ich gehe mal hier oben noch hin, glaube ich. Schnecke. Habe ich mit denen jemals gesprochen, seit ich Griff besiegt habe eigentlich? Übrigens habe ich noch ein paar Sachen anders gemacht in meinem anderen Spielstand und das bedauere ich, dass ich hier nicht so oft gemacht habe. Und zwar konnte ich da irgendwie diesen komischen Zombie-Typen dort am Strand, konnte ich da helfen. Die habe ich irgendwie eine Pflanze gegeben, die ich im Inventar hatte, zufälligerweise. Dann hat er mir gesprochen, er hat mir den Ring gegeben, den ich jetzt auch habe mit der Regeneration. Wer hat mir gerade den Ring? Wahrscheinlich dann. Hier, das hier, diesen habe ich damals dabei bekommen. Migos Ring, genau. Dann habe ich dann der Troller hier oben Bescheid gesagt, die ging runter zu ihm, die haben sich vertragen, ah, Papa, bla bla bla, alles schön. Und dann hat mein Held, mein Fane, das Attribut Held bekommen, was jetzt hier nicht mehr drin ist. Und das ist halt so eine extra Sache, die freischaltet, dass andere Leute mit mir anders reagieren, so aufgeschlossener und freudiger. Das bereue ich total, dass ich jetzt nicht habe. Okay, sagt überhaupt nichts zu dem. Back for more, freshy fresh. Let me guess. You came across a bit. Okay. Bottle top. Ja. Slug lays down 2 pink birds and a grimly. Aha. Falls. Ja, ja, ich weiß, ich kenne das schon. Now, where do you get a thing like that, mate? Ralvo counts out the entirety of the table's pot. Go. Okay, ich habe gewonnen. Cool. Das geht auch. Einfach nur Geld gewonnen. Hey. Tolle Sache. Dachte ich, kann es gegen die kämpfen oder so, einfach so. Weil ich weiß, in meinem anderen Spiel habe ich gegen die gekämpft, weil ich mir Karten dabei hatte, zufälligerweise. Dann ging das Kartenspiel los, da hat er mich beschissen und dann, habe ich quasi verloren und alle haben sich gegen mich aufgelehnt, weil ich entsprechende Optionen gewählt hatte, dass ich Geld nicht geben möchte. Hatte ich, glaube ich, hier auch so ähnlich gehabt damals. Nur anders, quasi. Egal! E-Level 2, Spick bin ich viel. So, jetzt hier bringen wir uns mal nach dort. Denn von da aus komme ich direkt weiter. Plop, 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 plop. Da oben rauf, wisst ihr ja noch, ne? Da waren wir schon mal gewesen. Ich wollte immer mal rauf, sagen wir so. Ich war nie drauf. Teleportation. Geht jetzt ja unbegrenzt, tollerweise. Und zack. Plop. Autsch. Zieht mir gemeinerweise Rüstung, aber ich glaube, es ist gar nicht so praktisch im Kampf selbst. Aber auf jeden Fall, um Orte zu erreichen. Definitiv voll praktisch. So, einmal hier. Ah ja, Dietriche. Zeug. Aber ich hoffe, wir fallen auf ein bisschen XP hier oben. Und ich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie was wo ich bekommen habe tatsächlich. Das mal sowieso, glaube ich, größtenteils random Loot ist, sodass hier offenbar nicht. Das ist, wie man sehen kann, Level 3. Wäre ich mal früher hergekommen, ist ein ziemlich guter, glaube ich, sogar für so einen frühen Level. Von Lebensabsaugung ist auch noch drin, das ist richtig gut. Das habe ich noch auf keine andere Waffe gesehen bisher. Mist. Und das ist fast aber genauso gut wie meine jetzige Stufe 3. Kennen wir uns nicht versagen, wenn ich Stufe 3 Sachen trage als Level 7 Held. Oder was? Also, ich habe 100 pro Stecke Sachen, aber... Ah.
Nicht so viel Stecker, aber das hat Leben absaugen. Weil 5% nicht die Welt ist. Ich habe ja bereits von Haus aus bei ihm, glaube ich, auch. Habe ich ja. Genau. 10%, das ist ja echt. Also dann wäre das nur die Hälfte mehr. Das ist nicht so extrem viel. Aber nicht so dramatisch jetzt. So, passt mal auf. Die Folge 1 heute ist zu Ende. Und ich würde sagen, ich mache mal kurz eine Pause und versuche mal eben offscreen quasi. Oder ich versuche es mal einfach onscreen zu machen. Also, wenn ich gleich mal kurz weg bin, wisst ihr warum. Zack. Mal doch den Fenstermodus ausmachen. Ich habe das Gefühl, es ist wieder doch nicht so schön. 1, 2, 3. Okay.